haben die Grünen hier für die Politik? Wir haben unser Programm durchgerechnet. Wir haben da das Basisrechnen, 1 Million Jobs zu schaffen. Und zwar in den nächsten 4 Jahren nicht die Sozialdemokratie irgendwann mal. Und haben das durchgerechnet von Branche zu Branche. Und da geht es in erster Linie um Verteilung natürlich Haushalt, die wir tätigen wollen, damit die sich finanzieren lässt. Aber es gibt auch Einnahmequellen, wie beispielsweise eine einmalige Abgabe für die Krise, bei denen 800.000 Menschen in der Republik mehr als 1 Million im Jahr verdienen. Das ist keine grüne Idee, das gab es in den 50er Jahren bereits schon mal. Und auch darüber wollen wir natürlich Gelder reinholen. Aber in erster Linie geht es darum, dass geplante Fehlinvestitionen der Großen Koalition rückgängig gemacht werden und die Mittel auch aufgewendet werden für das, was wirklich zukunftsfähig ist. Zur Mehrwertsteuer gibt es keine Festlegung? Zur Mehrwertsteuer gibt es bei uns keine Festlegung, aber ich kann nur sagen, dass bei uns niemand dran denkt und wir niemals darüber diskutiert haben. Und ich sitze in einem Ausschuss, wo wir darüber diskutieren müssten, zumindest untereinander bei den Grünen. Es gibt bei uns keine Überlegung zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die CDU sich bislang in den letzten Jahrzehnten immer festgelegt hat und jetzt in den Wahlkampf, ist das fast nicht vorstellbar. Aber wir begehen nicht den Fehler, dass wir sagen, wir reden nach der Wahl nicht mit den anderen, sondern wir haben unsere Prioritäten und haben unsere vor allem inhaltlichen Prioritäten. Und wenn das Wahlergebnis keine ausreichende, eindeutige Mehrheit für eine jetzt aufgefasste Konstellation gibt, dann hoffen wir darauf, dass es Gespräche gibt mit unterschiedlichen Parteien, dass man ausloten kann, was geht und was geht nicht. Okay. Und wir nach der letzten, schon nach der letzten Wahl auch mit allen geredet. Ne? Wir haben in Göttingen einen Sonderparteitag gemacht. Und der Parteitag hat mit Mehrheit beschlossen, dass die Bundeswehr in Afghanistan bleiben soll. Und dass aber ein Strategiewechsel notwendig ist. Da gab es dann taktisch zum Abstimmungsverhalten die Diskussion, aber zur Notwendigkeit des Verbleibs der Bundeswehr zum jetzigen Zeitpunkt in Afghanistan gab es gar keine Diskussion eigentlich. Und die Diskussion, die wir derzeit haben, ist, dass wir sagen, wir brauchen eine Bestandaufnahme dessen, was eigentlich in Afghanistan passiert ist in den letzten Jahren. Was ist gut gelaufen? Darüber wird ja auch viel zu wenig gesprochen und was läuft gerade schief. Wir wissen, Afghanistan ist auf der Kippe. Und dann müssen wir Punkte formulieren und Zeitpläne. Wir müssen sagen, dass wir bis zum Jahr 2012 zum Beispiel so und so viele Polizisten ausgebildet haben müssen. Und mit diesem Weg machen müssen wir losgehen und damit auch den Abflug natürlich einleiten. Kein Mensch will die Afghanen nicht, wir wollen das nicht, die NATO-Partner wollen das nicht, kein Mensch will, dass wir auf ewig in Afghanistan bleiben. Nicht voll auf Schwarz-Gelb verhindern, damit der Kopf uns erhalten bleibt, oder? Ich muss sie nicht zwingen in Berlin sehen. Ja. Nicht zwingen. Die hessischen Grünen sind um der Sache willen, um der Inhalte willen, aus allen großen Opfern beschlossen haben, indem wir ganz klar und deutlich gesagt haben, für schwarz-gelbe Inhalte sind wir nicht zu haben. Wenn wir ja schwarz-gelb verhindern, ist nur dann möglich, wenn man die Grünen wählt, wenn man nicht am Ende eine große Koalition aufwackeln kann. Wenn Sie sicher sein wollen, was nach der Wahl und Ihrer Stimme passiert, dann müssen Sie Linkspartei werden. Dann haben Sie nämlich auf jeden Fall Ihre Stimme geschenkt. Es ist so, wenn man sich die Aufstellung der unterschiedlichen